So, da sind wir wieder. Wir löschen gerade eben die letzten paar Kreaturen hier in dieser Ruine aus. Sind ja denn nicht mehr so viele. Eigentlich nur noch drei. Die drei, um genau zu sein. Die sind jetzt auch gleich Geschichte. Wie der Wind. Und ich werde jetzt hier anfangen, nach und nach dann die Kisten hier zu untersuchen. In der Hoffnung, endlich mal das Schwert von dem werten Herrn zu finden. Das schaut mehr für mich aus oder für meine Runenkrieger. Da haben wir noch eine Kiste. Kann ich da hinlaufen? Nein, hier kann ich nicht durchlaufen. Okay. Wo kann ich denn hier durchlaufen? Hier geht es auch nicht. Aber hier. Sehr schön. Muss ich wenigstens nicht ganz außen rum marschieren. Ohne große Keule. Okay, haben wir noch was hier kistenmäßiges? Die habe ich. Da habe ich noch eine, genau. So, erstmal meine Einheiten wieder zurück beordern. Jetzt, nachdem das ja hier alles in dieser Richtung befreit ist, habe ich ja hier keinen Grund mehr, meine Einheiten stehen zu lassen. Darum schicke ich die jetzt einfach mal dorthin vorerst. So. Und ich plündere die letzte Truhe hier. Vielleicht ist ja da das nötige Mauhau drin. So. Den habe ich schon. Aber so wie es aussieht nicht. Schade. Wirklich schade. Auf, meine süßen Elfinnen. Lauft, soweit ihr nur könnt. Und verhelft mir zum Sieg über diese Lande. Ich frag mich, ob das alles nur eine einzige Person ist. Also die Elfen, es gibt ja, warte, ich versuche das mal. Hier. Wenn jetzt hier jedes einzelne eine Person nur war von den Elfen. Sprich, klont man dann alle von denen immer? Dass es sozusagen ein Original gab. So eine Waldläuferin. Und diese ist sozusagen dann hier in den Monumenten klonbar. Das wäre zumindest eine Erklärung, warum so viele von derselben Sorte rumlaufen. Ah, das sind ja auch schon die Fahnen unserer Siedlung. Okay. Ach ja, genau, dann kann ich ja selber hier mal einsammeln gehen. Ohne Jägerin. Die gehen sowas von große Distanzen, um zu jagen. Finde ich irgendwie cool. Aber ist auch ein bisschen scheiße manchmal. Gerade wenn halt eben Gegner angreifen, jedes Mal stirbt da ein oder zwei Handwerker dadurch. Und das ist ärgerlich. So. Da wären wir also wieder in unserer Siedelung. Okay. Dann heißt es jetzt wohl gleich gegen die Schlürfer antreten. Oh Mann, das kann sowas von lustig werden. Aber wir haben jetzt einen Vorteil. Wir haben jetzt wieder Leia. Sprich, wir können wieder... Quatsch, ich muss hier oben hin. Wieder Windschützinnen machen. Und ihr habt ja schon jetzt ein paar Folgen dann gesehen, dass die richtig nochmal stark sind durch ihre Einfrierungsfähigkeit. Mal gucken, wie viel ich von denen eigentlich jetzt zusammenstelle. Los, Schwestern! Ihr kommt mal dorthin. Schwestern.
Druiden werde ich vielleicht auch noch 2, 3 machen. Die Rune ruft? Eigentlich nicht, aber ja. Wenn sie ruft, dann ruft sie halt, ne? Okay. Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil. Dort mal dazu. Ich lasse jetzt erstmal kurz ein bisschen das Eisen ein bisschen wieder regenerieren. Ich könnte jetzt zwar theoretisch hier Eisen abbauen, aber muss ich so weit wegschicken, meine Leute, und das mag ich eigentlich eher weniger. Aber ach, wisst ihr was, ich mach's trotzdem mal. Ich schicke mal ein paar Zwerge dorthin. Stein ist auch nicht mehr wirklich, ja. Oh, da kann ich jetzt auch das machen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Schön. Ja, bei den Menschen, da ist es halt wirklich cool. Da hat man halt eben diesen, diese Eisenschmelz oder was das nochmal war. Ihr wünscht. Mit dem man die Ressourcen auf alle Fälle hochtreiben konnte. Also die Produktion. So, dann wollen wir mal die die Mine hier hin klatschen. Und so, jetzt gucken wir mal. Was soll ich tun? Wir haben 24 von denen. Wohin soll ich gehen? 25? Schnell wie ein Pfeil. Ich hätte gerne mehr. Ich mache mir mal 30. So. 30 Stück sollten auf alle Fälle mal eine ordentliche Anzahl sein. Elend Segen. Aber wir müssen unbedingt auch Nahkämpfer machen, damit ein bisschen Distanz herrscht zwischen Verkämpfer, Nahkämpfer und Heilern. Vor allen Dingen, ich glaube, ich muss jetzt langsam anfangen, diese Schlürferpack da kaputt zu machen, weil die schicken Einheiten los. Mein Bogen für die Rune. Zumindest sieht es so aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt von anderem los, Lager Schwestern. Irgendwie kommt oder so. Aber ich denke einfach mal, dass das so ist. Dann machen wir nochmal hier 3 Druiden. Die Frage ist jetzt, wie viele Nahkämpfer machen wir jetzt noch? Machen wir die restlichen noch Nahkämpfer. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich höre? Ich nicht. Was hörst du denn? Okay, Was soll ich tun? Befehlt. Zur Gruppe vorstoßen. Los, Schwestern! Da. Ist voll interessant. Der Wald wächst und verschwindet. Und von den Bären habe ich nicht ein einziges Mal welche gesammelt. Ich höre. So, ihr kommt jetzt auch da runter. Vorwärts, Schwestern. Elend Segen. So, ihr seid die stärksten Einheiten hier. Ihr müsst um alle Fälle überleben. Rasch wie der Wind. So, Vorwärts, Schwestern. Ihr kommt jetzt erstmal dorthin. Vielleicht lasse ich jetzt auch gleich mal mein Baumbart hier mit runter antanzen. Was? Ja. Der hält ja so schön die Gegner auf. Oh Mann, das sind so viele. Das ist unmöglich viele. Ich höre. So, 10 Nahkämpfer. Das sieht mir noch ein bisschen zu wenig aus. Wir brauchen mehr. Na toll, 13. Das macht's jetzt aber her. Oh Gott. Aber gut, das werden wir packen, denke ich. Hier, folgt mir. Ach, da ist er. Elend Segen. Ihr kommt jetzt in da vorne hin. Eile. Ich höre. Und ihr macht euch auch auf den Weg. Rasch wie der Wind. Ich höre.
Die haben bis jetzt überlebt. Das ist nicht schlecht. Also meine beschworenen Einheiten hier. Hat wer was entdeckt? Ach, da wurde etwas entdeckt. Toll. Ja, ich bin zu viele. Okay, da waren dann ein paar. Ach Gott, hier oben ist ja noch was. Geistbrenner. Das hört sich sehr gefährlich an, aber der ist ja tot. Von dem her kann er mir nicht mehr wirklich gefährlich werden. Ich gehe da mal hoch und sammle mir mal den einen ein. Na, wenn es so weitergeht, steige ich bald hier noch auf. Sollte ich es wagen, jetzt anzugreifen? Ich denke, es wäre zumindest ein Versuch wert. Mein Bogen für die Rune. Vorwärts, Schwestern. Aber wenn, dann müssen wir das geschickt anstellen. Die müssen wir aus der Ressource locken. In Windeseile, rasch wie der Wind. Los, Schwestern! Okay. Da ist wieder einer, der denkt, der will aufs Maul. Der kommt ja an und stirbt. Wie erwartet. Na klasse. Das hatte ich ja nicht gekommen sehen, dass wieder einmal dasselbe da ist. Toll. Ich höre. Ach, scheiße. Ich muss ja noch die, die hier raus befehlen. Schnell wie ein Pfeil. Elend Segen. Beziehungsweise die hier mal zusammen befehlen. So, dann kann ich nämlich jetzt die hier als eigene Gruppe auswählen. Was soll ich tun? So, 50, perfekt. Ich denke, die Entfernung sollte soweit reichen. Seid auf der Hut. Ich gehe noch ein Stückchen näher ran. Kleines Stückchen. Wo ist mein Baumbart? Da ist er. Du kommst mal auch hierher. Denn hier geht jetzt gleich die Post ab. Ich werde nämlich jetzt gleich mal Nahkämpferin nehmen und die Gegner versuchen hierher zu locken. Schnell wie ein Pfeil. So, dann schauen wir mal, ob wir sie herlocken können, die ganze Gruppe. Oh Gott, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Vorwärts, Schwester. Ja, ich gehe. Wohin soll ich gehen, das eine? Oh mein Gott, sind das viele. Aber sie werden hier schön eng gehalten. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann können die nicht so viele gleichzeitig auf einmal angreifen. Die Diener der Nacht sind hier. Es ist noch schwer überschaubar. Aber ich glaube, das ist nicht schlecht. Wir haben bis jetzt nur eine Person verloren. Bis jetzt läuft's. Bis jetzt läuft's. Okay, zwei Personen. Drei Personen. Scheiße. Ist auch gut, wenn die Hälfte einfach nicht schießt, weil sie zu weit weg sind. Wohin soll ich gehen? Windeseile. Aber wir haben es geschafft. Ach Gott, wie wir das geschafft haben wieder einmal. So. Jetzt greifen wir noch den an. Bum, 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 bum. Tot. Perfekt. Und das Teil hier unten zerstört. Und ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für diese Folge. Ja, sehr schön. Layer haben wir. Wir haben Lichtseide. Wir haben den Greifen schon mal. Also ich glaube, allmählich kriegen wir diese Map doch in die Knie gezwungen. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns jetzt hier in Richtung Osten weiter ausbreiten. Mal gucken, was uns da noch alles erwartet für einen Scheiß. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Und ciao. Ich höre. Los, Schwestern.